Herzlich willkommen zurück zu Kartenchaos und Hearthstone. Und ich würde sagen, wir schießen mal direkt los. Ihr seht es vielleicht unten noch, wir haben schon zwei Packs. Und sollten wir mal irgendwann hier gewinnen bei Kartenchaos, ist auch mein erstes Spiel. Also wird irgendwann passieren sicherlich. Dann können wir am Ende der Folge drei Packs aufmachen. Zwei normale und einmal ein neues. Quasi im Grunde genommen. Aber bis dahin erstmal einmal gewinnen. So. Eine Zufallsbegegnung und am Ende im Wegekreuz. In einem Mana-Sturm. Wählt eine Klasse und erhaltet zufällig Karten, deren Kosten in jedem Zug neu ausgewürfelt werden. Ganz ehrlich, keine Ahnung, was die damit meinen. Wir müssen aber auf jeden Fall kein Deck selbst bauen. Das ist schon mal super. Und wir können uns jetzt wieder irgendein Deck nehmen. Ich habe keine Ahnung, was hier gut ist, was schlecht ist. Von den Quests her, ich habe, glaube ich, eine Paladin-Quest, wo ich dreimal gewinnen soll. Das wird wahrscheinlich nicht so einfach funktionieren. Ansonsten, glaube ich, Hexenmeister und Priester jeweils zweimal gewinnen oder halt eine Kombination daraus. Ich nehme mal den Priester. Hexenmeister habe ich ein Zoo-Deck. Hat so wie jeder ungefähr. Da kann man sicherlich mal ein, zwei Wins abholen. Paladin, muss ich ehrlich sagen, habe ich, glaube ich, nur das Drachendeck, aber das hat ja nie so richtig funktioniert. Dieses neue Agro-Secret-Deck ist mir nichts, Freunde. Erstens habe ich da die Karten noch nicht dafür, weil da braucht ihr unbedingt diesen 6-Mana-Typen, ist klar. Aber zweitens, ich weiß nicht, also sah nicht so spaßig aus. Ist zwar super stark, aber sah nicht so spaßig aus. So, wir gucken einfach mal, was jetzt passiert. Also wir kriegen jetzt ganz normal die Karten auf die Hand. Also wie gesagt, ich habe gar keine Ahnung davon. Auf wie viel sind die mal alle richtig kacke? Die Karten. Schattengestellt, habe ich gar keinen Bock drauf. Stellt zu Beginn eures Zuges hier so ein 0-5er. Ach komm, weg damit, Jungs. Weg damit, wir gucken einfach mal, was wir ziehen. Aha. Oh ja, ein Irwisch. Haben wir was in der ersten Runde, würde ich sagen, Jungs. Ein 1-1er. So. Aha, guck mal, Jungs. Die werden neu ausgewürfelt. Das heißt, das Ding hat ja eigentlich 2 Mana gekostet. Das Ding kostet jetzt nur 3 Mana, aber jede Runde ist das anders. Grüße. Erstmal grüßen wir hier. 2-1-1er reingebracht in der ersten Runde. Das Ding ist nur, die werden halt einfach rumgewürfelt anscheinend. Also das heißt, wir können vielleicht Nefarian irgendwann für 0 Mana spielen. Oder wie sieht das aus? Jetzt gerade nicht, aber wir können jetzt... What the fuck? Wir können einen 5-4er mit Inspiration. Inspiration heißt wieder Heldenfähigkeit verwenden. Dann kriegen wir einen zufälligen Diener, wenn wir die Heldenfähigkeit verwenden. Verdoppelt das Leben eines Dieners. Ah, wisst ihr was? Gleich mal direkt drauf. Vielleicht hat er nichts dagegen. Vielleicht gibt er jetzt schon auf, Freunde. Wir haben also jetzt drinne im zweiten Zug einen 5-8er, 2-1-1er. Und wenn wir unsere Heldenfähigkeit verwenden, kriegen wir einen zufälligen legendären Diener rein. Ich würde sagen, sieht gut aus. Sieht echt gut aus. Und ich würde sogar so hingehen, dass ich sage, komm, ich heile auch ihn. Ja, so ist nicht, Freunde. Ich würde auch ihn heilen. Für die zwei... Also wir müssen auf jeden Fall was... Ich weiß nicht, Freunde. Wir können natürlich jetzt auch Kreaturen und so spielen, aber... Nee. Komm, ja, komm Jungs. Wir heilen mal ihn. Ne, wir zeigen guten Willen. Oh, echt gespannt hier. Was kriegen wir denn? Shit. Den brauchen wir nicht. Der ist nicht gut. Der, wenn ihr nicht kennt, Mimirions Kopf, wenn ihr zu Beginn eures Zuges mindestens 3 Mechs kontrolliert, er selbst zählt übrigens auch mit, vernichtet sie alle und bildet so ein richtig V07-Tron. Was bedeutet einfach? Das ist, glaube ich, so ein 4-8er und der hat Windfury 4. Also der kann 4 Mal angreifen. Eigentlich ziemlich gut. Oh, Jungs, fast eine Fahre im 4. Ja, ich würde, warte mal, Jungs, wir müssen auf jede Fälle... Wir müssen auf jede Fälle jede Runde unsere Heldenfähigkeit hier benutzen, ist klar. So, den hauen wir einfach mal so weg. Mit der Wisp. Dann heilen wir unseren Kunden hier noch, kriegen noch einen legendären Diener rein. Mal gucken, kann eigentlich nichts Schlimmes sein. Ah doch, kann schon was Schlimmes sein. Joa, Mazena, warum nicht? Warum nicht? Maiza, so rum. Wenn sie, die hat sozusagen Gift. Also für die Magic spielen, wissen natürlich Gift. Das heißt, wenn sie Schaden macht, wird der gegnerische Diener zerstört. Und da dippt er einfach direkt auf, Freunde. Hätte ich aber auch an seiner Stelle gemacht. Weil das war ja ein Anfang, den ist ja lächerlich. So, Jungs, dann haben wir übrigens die 3 Packs. Aber, Jungs, wir werden einfach jetzt nochmal ein Spielchen machen. Und zwar diesmal mit dem Hexenmeister. Gucken wir uns das einfach mal an. Er, der gerade mit dem Hexenmeister spielt, hat eigentlich im Grunde genommen... Ja, nichts ausgespielt, also von daher irgendwie ziemlich doof. Das heißt, wir werden jetzt versuchen, irgendwelche coolen Karten auf der Hand zu lassen, also irgendwelche Legendaries oder sowas, weil die Mana-Kosten von denen ja immer wieder neu ausgewürfelt werden. Das heißt, wir scheißen auf die Mana-Kurve und versuchen... Ah, jetzt haben wir... Ah, geil, jetzt haben wir das Rematch sozusagen gegen eben so einen Russen. Ja, zum Beispiel, Wirbelnde Nether, Spektraler Ritter ist gut, die anderen beiden...
Naja, die Blutwichte behalten wir aber, weil er einen Mana kostet. Obwohl der Nether, ist der gut? Ja, vielleicht. Ich lasse mal auf der Hand. Das wird sicherlich sowieso nicht so ein Rush-Deck werden. Habe ich jetzt gesagt, auf einmal kriegen wir einen 5-2 Ansturm auf die Hand. Also es wird sowieso so eine eher längere Partie. Denke ich mir mal, außer er macht uns hier komplett fertig. Na klar, direkt der Schattenboxer. Was ist da los? Was ist das denn? Ein Mana 5-2 Ansturm. Ja. Ne? Ich würde sagen, wir spielen einfach mal im zweiten Zug einen spektralen Ritter. Ein 4-6er, der nicht geziert werden kann von ihm. Oder generell nicht geziert werden kann, ne? Ja. Super. Also von Zaubersprüchen nicht geziert werden, muss man vielleicht noch erklären. Der kann natürlich angegriffen werden. Aber ja, bei Magic, also ich spiele halt auch Magic so nebenbei. Quasi, also Paper Magic, auch wirklich mit irgendwelchen Freunden und sowas. Und, das ist ja hier, das ist ja nicht mehr feierlich, Freunde. Ja, warum nicht? So, Freunde. Da habe ich natürlich scheiße positioniert. Theoretisch nimmt man so einen Typ, der nicht geziert werden kann, immer in die Mitte. Aber bei Magic ist es halt so, da darf man einfach nicht geziert werden. Ne? Hexproof kann nur von dir geziert werden. Und beziehungsweise nicht von deinen Gegnern. Und da gibt es auch das, dass sie nicht geziert werden können. Und das ist im Endeffekt, Hearthstone hat es im Endeffekt nur übernommen von Magic. So, den Typi, wenn ihr ihn noch nicht kennt, den Drachkin-Zauberer. Jedes Mal, wenn ihr irgendwie einen Zauberspruch draufhaut, dann bekommt er ja +1/+1 dauerhaft. Und ich glaube, den Imp-Boss, oder den Boss, der wichtig, den kennt man, glaube ich. Immer wenn er Schaden kriegt, kriegt er dann 1/1 an. Was hat der Drache gespielt? Wählt einen feindlichen Diener aus und erhält eine Kopie davon auf die Hand. Auf den Typen! Nee, wählt einen feindlichen Diener aus. Ah, auf meinem Drachen hat er das gespielt. Kann aber nicht wahr sein, Freunde. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir ziehen mal eine. Lächerlich. Absolut lächerlich, Freunde. Er kriegt natürlich einen Torn, ist klar. So, was machen wir denn eigentlich? Wir machen, wir traden einfach hier so ein bisschen rum, würde ich sagen. Weil er ist ein Priester, muss man immer ein bisschen aufpassen. Der kann nämlich immer schön heilen. So, Freunde. Jetzt haben wir ein volles Board. Haben jetzt zwar nicht einen Schadenspunkt gemacht. Aber ich glaube, nächste Runde werden wir da einfach mal mit 20 Schadenspunkten oder 15 Schadenspunkten Hallo sagen. Schön ist, wir haben immer noch die irre Raketenschützen offen. What? Auf der Hand? What? Er spielt Maligos für einen Mana. Okay. Wie? Und da wird nicht ausgewürfelt? Was ist denn da los, Freunde? Was ist denn da los? So, kriegen wir den irgendwie sinnvoll weg? Wir können auf jeden Fall keinen Zauber raufmachen oder so. Das ist natürlich für den Arsch. Auf viele Fälle, ich will da nicht anfangen zu rechnen. Werden wir schon irgendwie hinkriegen. 9 Dinger müssen wir jetzt noch machen. Wir haben auf jeden Fall die Rakete, können wir auf jeden Fall spielen. Das ist ja auf jeden Fall schon mal was. Wir können die Rakete auf jeden Fall raufmachen. Genau, wir machen, glaube ich, auch ihn auf jeden Fall darauf, dass der auch tot ist. Und jetzt brauchen wir noch 4 Schadenspunkte. Wir können also den Imp-Boss reintraden und ein paar kleinere. Finde ich gar nicht so schlecht. Weil er vielleicht eine Holy Nova hat, Freunde. Und da will ich dann lieber die kleineren schon mal wegschicken und die größeren behalten. Holy Nova kennt ihr sicherlich, 2 Schadenspunkte auf alle Kreaturen von mir und 2 Leben werden bei ihm geheilt. Also alle seine Kreaturen und ihn selber. Okay, der Kobold-Diamant ist jetzt nicht so Bombe. Und wie es aussieht, hat er nicht genug Karten. Und das Schöne ist, wir können nachziehen. Das ist natürlich eine Hammerkarte. Das ist natürlich eine richtige Hammerkarte, Freunde. Eure Diener kosten 2 weniger, aber nicht weniger als 1. Das heißt, wir ziehen jetzt nochmal eine Karte. Kriegen leider keinen Diener. Können aber gleich noch mehr Karten ziehen. So, und ich würde sagen, komm. Was soll's? Ich habe mal mit ihm getradet. Vom Schadenspotenzial her hätten wir lieber mit dem spontanen Ritter traden sollen, aber dann wäre der runtergegangen auf 2 Leben und dann, wie gesagt, mit der Holy Nova. Und der spektrale Ritter ist für einen Priester unglaublich, genau, das dachte ich mir, unglaublich schwer wegzumachen, weil A nicht ziehen können und zweitens hat er 4 Leben. Also selbst wenn er ihn ziehen könnte, wäre es dann schlecht. Also von daher, wir ziehen definitiv noch eine Karte, Freunde, weil der Typ jetzt hier nur 2 Mana kostet. Er haltet jedes Mal +1/+1, wenn ihr eine Karte abwerft. Na gut, das wird nicht so oft passieren. Ja, und ansonsten würde ich sagen, Sprintralen Ritter. Machen wir wieder aus der Reichweite von der Holy Nova raus. Ich würde sagen, mit dem Hexenmeister kann man auch gewinnen. Also es sieht jedenfalls ganz gut aus, Freunde, ne? Wir haben auch immer noch den Nether auf der Hand. Bringt uns gar nichts, weil wir so weit vorne sind auf dem Board. Er hat die Gedankenkontrolle. Alles klar. Okay. Haut da raus, Freunde, haut da raus. So, definitiv weiter geht's hier. Immer schön Karten ziehen.
Den werden wir definitiv auch benutzen. So, wie kriegen wir denn 8 Schadenspunkte? Also erstmal werden wir definitiv unseren 1-1er rein traden, einfach damit wir noch eine Karte ziehen. Warte mal, wählt einen feindlichen Diener aus, vernichtet ihn zu Beginn eures Zuges. Das ist ein bisschen doof, weil der muss jetzt weg. Sind wir ehrlich, Freunde. Ist das eigentlich ein Dämon? Ja, das ist aber kein Dämon. Das heißt, wir könnten allen nicht-dämonischen Kreaturen 2 Schadenspunkte zufügen. Das ist, glaube ich, auch ein Dämon, ne? Das ist nicht mal ein Dämon, das Beschwörungsportal? Ist ja scheiße. So, 7 brauchen wir. Wir können... 7 ist kacke. Wir können auf jeden Fall eine Wichtel-Explosion drauf machen. Wisst ihr, warte uns, ich spiele aber erstmal den Typen hier zuerst. Wer soll weg von den beiden? Eigentlich er hier. So, dann spielen wir eine Wichtel-Explosion. Dachte mir nämlich, sonst hätten wir nämlich nicht mehr genug gehabt. Und hätten ihn jetzt nicht noch buffen können. Ne, weil mit der Wichtel-Explosion hätten wir jetzt volles Board gehabt und ich hätte den 4-4er nicht mehr spielen können. Deswegen das lieber vorher gemacht. Ja, und im Endeffekt sieht es jetzt wieder ganz gut aus. Aber, also das, den Karten-Chaos-Modus finde ich mal richtig geil, Freunde. Also der macht mir richtig Spaß. Wir haben natürlich auch ein bisschen Glück. Gut, ich meine, so schlechte Karten hat er jetzt auch nicht. Aber das macht ja... Da kann man richtig Spaß haben. Ja, kommt ein bisschen zu spät hier, Ilien. Und ist ja auch egal, wir haben Nefer gehabt, wir haben alles gehabt, Freunde. So, 40 Gold, habe ich ja gesagt, eine Priester, ein Hexenmeister-Quest. Einfach mal zum neuen Spiel, zum neuen gewonnen. Was gibt's Besseres? Und ich würde sagen, am Ende ist, machen wir jetzt einfach nochmal hier ein paar Packs auf. Erstmal die normalen. Gucken wir einfach mal, haben wir irgendwas Schönes dabei? Eine blaue. Eine epische, Freunde. Jo, der ganze Dreck hier ist halt wirklich Dreck. Befehlsruf habe ich definitiv schon zweimal. Und episch. Ein Schildschlag. Oh, weiß ich nicht. Kann sein, dass ich einen Schildschlag definitiv nur einmal... Also mindestens einmal habe ich ihn. Gar nicht schlecht. So, wir freuen uns natürlich, wenn mal was... wenn mal was gelb-oranges kommt. Der ganze Dreck wie immer. Und wir kriegen noch... Also, ich glaube nicht, dass ich die schon ein paar Mal habe, weil die wird auch überhaupt nicht gespielt. Die Meisterin der Tarnung-Freunde verleiht einem befreundeten Diener Verstohlenheit, wenn sie reinkommt. Also wieder, ne? Nicht Ziehbarkeit und so. So, und jetzt mal ein neues Pack, Freunde. Da habe ich echt noch nicht viele Karten. Da könnte was Geiles drin sein. Könnte aber auch nur. Machst du 3 Packs auf, kriegst du eine epische. Das war's, Freunde. Bärenfalle, Mutlers Champion, Inspiration verleiht euren anderen Dienern +1/+1. Gar nicht so scheiße, bisschen teuer. Gar nicht so scheiße. Der soll auch nicht so unglaublich schlecht sein, weil im Endeffekt, wenn du ihn spielst mit Combo, also wenn du irgendwas anderes vorher spielst, dann kommt der für 5 Mana kommt dann 6 Siema rein. Naja, du hast für 6 Mana auch einen 6 Siema ohne Fähigkeit. Das heißt, ein Mana mehr und du kriegst 100%ig einen 6 Siema. Also so toll ist er jetzt nicht. Hat auch leider keinen Kreaturentyp, sonst könntest du ihn irgendwie mit verbinden oder sowas, ne? Und das Totem Golem ist einfach eins der stärksten Golems, eins der stärksten Totems, wie das gilt. Und die Argentum-Lanze, Freunde, ich glaube, das ist eine Karte, die du eigentlich direkt kaputt machen kannst. Also, 2-2er-Waffe als Paladin. Als Paladin hast du eigentlich genug Waffen. Und wenn sie reinkommt, deckt einen Diener aus jedem Deck auf, erhaltet +1 Haltbarkeit. Also ist dann eine 2-3er-Waffe, wenn dein Diener mehr kostet. Das heißt, für einen Aggro-Paladin deckt Schwachsinn, weil deine Diener meistens nicht mehr kosten, weil sie halt einfach nur 1-3 Mana kosten. Und für ein Drachendeck... Ja, vielleicht für ein Drachendeck, Freunde. Also, boah. Dann hast du für 2 Mana eine 2-3er Waffe. Schlecht ist es nicht, aber... Willst du das machen? Vor allem, du willst ja eigentlich meistens im 4. Zug dann doch deinen True Silver spielen. Ach. Nee. Na gut, Freunde. Das soll es gewesen sein. Hat richtig Bock gemacht. Also, letzte Woche schon richtig geil gewesen. Diese Woche geil gewesen. Kartenchaos macht sich langsam. Ich muss auch dazu sagen, ich habe sogar mal... für 2-3 Stunden gestern Hearthstone angemacht und hab mal ein paar Quests erledigt und so. Macht wieder ein bisschen mehr Bock, Freunde. Macht wieder, neue Season ist ja auf. Also für mich ist die neue Season gestartet. Wir sind jetzt schon Mitte des Monats. Ja, aber ich habe da irgendwie, ne, einfach mal 2 Wochen ausgesetzt. Hab gesagt, komm, was haben wir eigentlich für eine Belohnung bekommen und so weiter. Und dann einfach mal angefangen. Rang 20, mal kurz auf 17 gestern geklettert. Also von daher läuft's. Gucken wir mal, nächste Woche. Nächste Woche müssen wir sicherlich wieder ein Deck selbst bauen. Das ist wieder ein bisschen schwerer. Aber im Moment läuft's, Freunde. Also mir macht's richtig Bock. Mal gucken, wie es dann nächste Woche wird. Bis dann.